Hallo zusammen, mich hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battlefield unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute zeigen, wie wir das Transmog-Set von der Shadowland HC und Epic-Version freischalten können. Und da solltet ihr vielleicht erstmal wissen, von was ich rede. Diesmal ist es so, wenn wir uns das Add-on WoW Shadowlands vorbestellen, haben wir jetzt mittlerweile drei verschiedene Versionen, also nicht mehr so wie es vorher war mit normale und Collector Edition, sondern jetzt quasi eine normale Baseline Edition, dann die HC Edition, wo dann dieses Mount, was ich hier habe, dabei ist, glaube ich, Spielzeit kriegt man noch und eine Charakteraufwertung und dementsprechend dann eine ja, epische Version, wo man alles andere auch dazu hat, plus nochmal so ein Haustier und noch so Waffen-VZs. Sprich, in der HC und epischen Variante haben wir dieses Mount und durch dieses Mount können wir eine Quest triggern und die will ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar, wenn ihr hier hinten drauf drückt, dann kommt ein NPC und der gibt euch eine Quest. Ja? Und diese Quest ist einfach, dass ihr 40 von diesen Echos besorgen müsst und dafür müsst ihr eine Weile farmen. Und zwar habe ich da jetzt 3 bis 4 Stunden, ich habe es jetzt nicht durchgefarmt, aber etwa die Zeit habe ich gebraucht, habe ich hier quasi gefarmt. Und zwar kriegt ihr diese Echos von allen humanoiden 120er Mobs in, ja, dementsprechend hier in BFA. Ihr könnt es in Dungeons farmen oder auch an anderen Stellen. Ich habe ein paar Freehold Runs gemacht, da sind sie ehrlich gesagt nicht so gut gedroppt, obwohl ich da x-mal die komplette Ini zusammengepult habe. Teilweise jede dritte, vierte Ini mal 1 gekriegt. Also das ist tatsächlich nicht so lukrativ. Ganz gut ist es mit einer Gruppe, und das will ich euch jetzt hier an der Stelle zeigen. Wenn ihr hier zwischen Nasirtar und, nicht Nasirtar, Nasmir und hier quasi Zuldazar an diesem Bluttor kämmt. Warte, wir gehen jetzt nochmal hier einmal rein. Das ist nämlich hier auf den Koordinaten 58, 19. Und dort könnt ihr quasi diese Echos ganz gut farmen. Hier sind relativ viele Bluttrolle, die kann man hier schön in die Mitte ziehen. Und die spawnen auch relativ schnell nach. Und dann kriegt man tatsächlich dieses diese Echos relativ zügig. Ja? Und sobald ihr das gemacht habt, die 40 Echos zusammengesammelt, könnt ihr quasi, ja, nochmal hier euren Typen rausholen. Also beim ersten Mal müsst ihr auch hier hinten draufklicken aufs Mount, dann kommt er, nehmt die Quest an und beim zweiten Mal, wenn ihr sie quasi abgeben wollt, holt ihr ihn auch. Und dafür gibt es dann dementsprechend hier das Transmog und das können wir uns jetzt mal angucken. Und zwar müssten wir das jetzt auch hier untersetzt drin haben und hier seht ihr das Transmog-Set einmal. Ist auf jeden Fall eine ganz coole Geschichte. Ich bin jetzt überlegen, ob ich es mir auch einmal transmoggen soll. Aber da rennen wahrscheinlich jetzt schon viele mit rum. Das mache ich, glaube ich, mit einem Hexenmeister-Char, weil da, finde ich, sieht es ganz cool aus. Von meinem Leder-Char, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist auf jeden Fall anscheinend unabhängig von irgendwelchen Rüstungsklassen. Das kann man dann dementsprechend mit allen Chars auf dem Account transmoggen. Und das ist so eine ganz nette Geschichte. Heißt, wenn ihr euch das effizient und schnell farmen wollt, hier am Bluttor geht es relativ zügig. Sonst habt ihr ja noch ein bisschen bis zum Ende Add-on-Ende-Zeiten, dann kriegt ihr es wahrscheinlich über den Laufe der Zeit sowieso, weil ihr werdet ja wahrscheinlich den ein oder anderen Humanoiden noch umboxen auf eurer BFA-Karriere. Gut, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv werdet. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.